Ja, hallo, ich bin Andreas Hepp. Ich bin hier vom Biohof Hepp in Bad Waldsee. Wir sind ein kleiner familiengeführter Betrieb. Wir sind jetzt seit 2018 Bioland zertifiziert, haben bis vor 27 Jahren noch Milchvieh gehabt, haben aber auch schon damals bis vor 30 Jahren mehr oder weniger ökologisch gewirtschaftet, eben nicht zertifiziert. Wir haben auf Kunstdünger, auf Mineraldünger verzichtet. Wir haben auf Insektizide und auf Fungizide verzichtet. Und ja, jetzt haben wir uns 2018 zertifizieren lassen. Vor 27 Jahren haben wir mit der Pferdepension angefangen. Das ist auch jetzt noch das Hauptstandbein vom Betrieb. Jetzt haben wir noch mit der Biozertifizierung die Legehennenhaltung mit dazu genommen und auch noch der Gemüseanbau, wo jetzt gerade verstärkt ausgebaut wird und auch in Zukunft ausgebaut werden sollte. Die Nachfrage steigt glücklicherweise. Und ja, wir sind jetzt aktuell vier Leute auf dem Hof. Alle helfen mit. Wie gesagt, Familienbetrieb, jeder bringt sich da ein, wo er kann. Vielleicht ganz kurz was zu unserer Philosophie, zu der Hoffilosophie überhaupt. Also, wir gucken alles in allem einfach, dass man einen geschlossenen Betriebskreislauf haltet. Wir möchten so wenig wie möglich von außen zukaufen. Das Einzige, was wir zukaufen, ist das Saatgut. Alles andere, sämtliche Düngemittel und auch Betriebsmittel wie Futter, Stroh, kommt alles aus dem Betrieb und bleibt dann auch im Betrieb, indem es dann wieder als Wirtschaftsdünger quasi auf die Fläche ausgebracht wird. Zur Lebensmittelerzeugung, die uns sehr am Herzen liegt, darum haben wir sie jetzt auch mit der Biozertifizierung angefangen, haben wir ja, wie gesagt, die Legehennen im Mobilstall, die werden wöchentlich versetzt. Und dabei handelt es sich nicht um Hybridlegehühner, wie man sie kennt, sondern um Zweinutzungshühner. Ja, dieses jetzt ausführlich zu erklären, das würde den Rahmen sprengen. Also wir können eben diese Hühner, zwei ganz wichtige Aspekte, wir können diese Hühner mit dem eigenen Futter füttern, was mit den Legehybriden nicht möglich ist. Mit den Legehybriden ist es so, die haben einen so hohen Eiweißbedarf, um die hohe Legeleistung zu decken, dass man immer auf Leistungsfutter, auf hoch eiweißreiches Futter angewiesen ist, das eben meist aus großem Bestandteil Soja besteht, was entweder aus Fernost kommt oder eben aus dem Norden kommt. Das wäre dann nur der gute Fall, wenn es aus dem Norden Deutschlands kommen würde, aber das muss ja auch nicht sein. Der weitere Aspekt, warum Zweinutzungshühner? Weil wir eben ganz klar sagen, wir möchten nicht von Konzernen abhängig sein, die uns die Hybridhühner aufziehen, sondern wir möchten eben die Elterntiere nicht wie in der Hybridzucht in Käfigen halten, sondern wir möchten die Elterntiere ganz bewusst auf kleinen Betrieben fördern und kleinen Aufzuchtbetrieben, die uns dann die voraufgezogene Küken liefern mit 6 Wochen und wir ziehen sie dann noch fertig auf mitsamt den Brüderhähnen, dass diese sinnlose Kükentöten dann auch mal Ende hat und wir mal zumindest unseren kleinen Teil dazu beitragen können. Genau. Unsere Herde besteht aktuell aus 220 Legehennen, die wir auch nicht erweitern werden. Ganz bewusst aus diesem Grund, weil eben der Futterbedarf eben so hoch ist. Wir haben 7 Hektar Ackerland und wir möchten das Futter ausschließlich selber erzeugen. Und das ist einfach unser Anspruch, um den Betriebskreislauf aufrechtzuerhalten. Und somit können wir nicht mehr Tiere halten. Wir möchten auch die Grasnarbe schonen. Und ja, so viel ganz grob zu den Legehennen. Gemüseanbau ist es so, wir vermarkten unser Gemüse im Abosystem. Das heißt, wir vermarkten das so, der Abonnent unterzeichnet einen Vertrag mit uns. Das heißt, er holt jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr sein Gemüse bei uns ab. Kann man sich vorstellen, wie so in Wiener Solawi. Und zahlt eben dann nicht einen solidarischen Betrag, sondern einen Fixbetrag von 48 € im Monat. Und kann dann eben über das ganze Jahr hinweg saisonales Gemüse bei uns abholen. Genau, wir übernehmen die Ernte, wir übernehmen von der Anzucht an die Pflege und genau, der Kunde holt es dann nur noch ab.
Wir legen Wert darauf, dass wir nur samenfeste Gemüsesorten verwenden. Wir ziehen alle Gemüsearten selber her von der Jungpflanze ab. Und so haben wir dann einfach auch die Hand drauf, dass wir keine Hybrid-Sorten haben. Und wir haben eben dann auch einfach eine gewisse Sortenvielfalt. Die Vielfalt kann uns ein Jungpflanzenaufzüchter, der eben auf Hybriden spezialisiert ist, nicht bieten. Wir können dann auch sagen, okay, wir bauen jetzt eben nicht nur eine rote Beete an, sondern wir bauen eine rote, eine gelbe und eine weiße Beete an. Und das geht halt bei einem Jungpflanzenzüchter nicht. Der kann die nicht bestellen, der kann die nicht abrufen, der hat die nicht im Programm. Genau. Allgemein achten wir eben darauf, dass wir bodenschonend arbeiten. Wir arbeiten nur ganz flach in den oberen 4 cm. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, um die Regenwurmpopulation zu schonen und zum anderen, um eine Flächenrotte einzuleiten, was dann die Mikroorganismen im Boden ernährt und somit für ein gesundes Bodenleben und auch ein Gleichgewicht im Boden sorgt. Genau. So viel zu uns.